Guck mal! Ich hab heute Gummibärchen mitgebracht. Oh, lecker! Darf ich welche haben? Nö. Was? Aber warum nicht? Wenn du die alle alleine isst, dann bist du fett. Ja und? Ich kann's vertragen. Außerdem hab ich die mitgebracht. Für mich. Sharing is caring, liebe Judith. Ganz ehrlich, wenn jeder an sich denkt, ist auch an jeden gedacht. Jetzt gibt's mehr, ich mag euch nicht. Hey, halt mal deinen Mindestabstand ein jetzt! Jetzt seid keine Zicke! Hey, ihr zwei! Ich glaube, ich habe eine Lösung für euer Problem. Wie wär's, wenn ihr einfach eine Gemeinschaft für die faire Verteilung von Gummibärchen einführt? So ein Prinzip hat damals schon die Gründung der Europäischen Union begünstigt. Die Ursprünge der Europäischen Union sind vor allem eine Lehre aus der Vergangenheit. Die Hoheit über den Abbau von Kohle und Stahl in Rheinland- und Ruhrgebiet sowie deren Weiterverarbeitung in der Rüstungsindustrie bot im 20. Jahrhundert oft genug Anlass für Konflikte. 1950 suchte der französische Außenminister Robert Schuman nach einer Lösung, um alle zukünftigen Konflikte aus der Welt zu schaffen. Seine Idee? Eine Montanunion, welche die Kohle-, Stahl- und Rüstungsindustrie der teilnehmenden Länder koordinieren sollte. Bereits ein Jahr später, am 18.04.1951, entstand die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, kurz EGKS. Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande verständigten sich auf eine gemeinsame Zusammenarbeit mit einem gemeinsamen Markt für Kohle und Stahl. Das Prinzip erwies sich als erfolgreich. Die Bedeutung von Kohle und Stahl hingegen nahm mit der Zeit ab. Andere Rohstoffe wie Erdöl wurden interessanter. Warum also den Zusammenhalt der 6 EGKS-Länder nicht auf die gesamte Wirtschaft ausdehnen? 1957 wurde daher die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, gegründet, sowie Euratom, die Europäische Atomgemeinschaft. Diese drei Organisationen waren der zentrale Bestandteil der Europäischen Gemeinschaft. Großbritannien, Dänemark und Irland traten 1973 bei. In den 1980er Jahren folgten Griechenland, Portugal und Spanien. Nach dem Ende des Kalten Krieges und der Wiedervereinigung Deutschlands wuchs das Bestreben nach einer umfassenden Verständigung. Mit dem Vertrag von Maastricht 1992 entwickelte sich die Wirtschaftsgemeinschaft hin zu einer politischen Gemeinschaft mit drei Säulen. Die erste Säule bildeten die europäischen Gemeinschaften EWG, Euratom und EGKS. Ziel waren eine Wirtschafts- und Währungsunion sowie das Herangehen an neue Aufgaben wie Bildung, Gesundheitswesen und Verbraucherschutz. Die zweite Säule war eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Die dritte Säule stellte die Zusammenarbeit der Innen- und Justizpolitik dar. Seit 2009 ist die EU dank des Vertrags von Lissabon sogar noch mehr als die eben beschriebene Dachorganisation, die sich auf die drei genannten Säulen stützt. Die Einführung einer Unionsbürgerschaft verschaffte den EU-Bürgern neuartige Rechte. Sie durften sich beispielsweise in der EU frei bewegen und niederlassen, haben aktives und passives Wahlrecht bei den Europawahlen und Petitionsrecht beim Europäischen Parlament. Mit der Einführung des Euro als gemeinsamer Währung hatten 320 Millionen EU-Bürger ab dem 1. Januar 2002 das gleiche Zahlungsmittel. 2 Jahre später erfolgte die sogenannte EU-Osterweiterung. Gleich 10 mittel- und osteuropäische Staaten wie etwa Tschechien, Polen oder Ungarn traten der EU bei. Ein weiteres Highlight der Geschichte der EU ist die Verleihung des Friedensnobelpreises im Jahr 2012. Der jahrelange Einsatz der EU für Frieden, Versöhnung, Demokratie und Menschenrechte wurde somit gewürdigt. Heutzutage steht die Europäische Union nicht nur etwa wegen des Brexits, dem Klimawandel und der Corona-Pandemie vor zahlreichen Herausforderungen. Es lohnt sich jedoch, sich für eine gemeinsame europäische Lösung dieser Probleme einzusetzen. Wenn ihr auch gerne die verschiedenen Gremien und Institutionen der EU näher kennenlernen wollt, dann schreibt uns in die Kommentare. Na gut, dann habe ich es jetzt eben gerecht aufgeteilt. Super! Und als Dank gibt's noch was für unsere liebe Kommissionspräsidentin. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder. Ciao!